Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder unterwegs für euch und zwar in der kleinen Ortschaft Bisuri, welche wir letztens bei unserem Drohnenvideo, also wo wir unser Drohnenvideo aufgenommen haben, entdeckt haben. Ist ein sehr, sehr toller kleiner Ort, der sich quasi in zwei Teile aufteilt. Wir haben einmal hier Bisuri Bay direkt an der Küste und dann den Ort Bisuri ein bisschen in den Bergen. Was ist das Besondere hier? Ist ein bisschen ein kleiner Geheimtipp. Also der Ort liegt direkt wieder zwischen Limassol und Paphos und es gibt hier ein paar sehr, sehr schöne einsame Strände und einen sehr, sehr tollen Wanderweg, den Klippen entlang. Wir haben uns gedacht, das machen wir heute, nehmen euch mit und zeigen euch mal einen wirklichen Geheimtipp auf Zypern. So, hier startet der Trail. Wir können mit dem Auto bis direkt ans Meer fahren. Also der Trail fängt hier so eine Minute von hier circa an. Erster Teil ist circa 10 Minuten zum Gehen. Das war das, was wir letztens schon erkundet haben. Mehr wissen wir selbst noch nicht. Das heißt, wir werden heute schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ich denke, es wird ganz, ganz toll werden. Die Mädels sind schon ein paar Meter vor mir. Ja, die muss ich jetzt gleich wieder einholen. Und auf geht's. Wir starten unseren Trail auf der blauen Route. Ihr könnt es da schon sehen. Da ist jetzt der Startpunkt, also Bisuri Beach. Und er geht komplett rauf bis in den Ort, dem, was wir euch vorher gezeigt haben bei der Anfahrt. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier bis Punkt 100 oder 192 wandern. Mal schauen, wie weit es geht. Und ja, lasst uns starten und let's go! Nach ungefähr 10 Minuten Wanderung kommt man zur ersten Kreuzung einmal geradeaus. Das gehen wir jetzt an, das geht Richtung Hiking Trail rauf. Und die andere Seite, ihr seht es hinter mir, das ist der Strand, wo ja so gut wie keine Menschen sind. Jetzt glaube ich sind zwei unten, aber ja, der ist riesengroß, man sieht nur einen kleinen Teil davon. Wir schauen uns jetzt diese Seite an. Am Weg findet man richtig geniale Formationen. Hier das aus der Ferne sieht das aus wie Stein. Das ist aber ja ganz harter Sand. Ihr seht es da, das bröckelt nur so runter, aber ist richtig genial. Vor allem auch zum Fotos machen. Ein mega, mega Hintergrund. Kleiner Tipp noch am Rande: Zieht euch vielleicht lange Socken oder sowas an, weil ich bin jetzt mit den kurzen unterwegs und diese Pflanzen hier, die sind ziemlich stachelig. Ja, meine Füße sind glaube ich schon leicht zerkratzt. Meine Klettermarken sind ja schon voll und durch. So, ihr seht es schon. Da unten ist ein wunderschöner Strand. Allerdings ist der nur erreichbar mit einem Boot. Und jetzt geht es für uns ab nach oben. Finally, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am höchsten Punkt hier an den Klippen angekommen. Ganze 250 Meter geht es hinter mir Richtung Wasser runter. Ein traumhafter Trail hier an den Klippen. Man geht direkt die ganze Zeit am Meer entlang. Es geht eine feine Brise. Es ist zwar ziemlich warm, aber mit dem Wind ist es auf alle Fälle auszuhalten. Und es ist hier wirklich ein Wahnsinn. Man hat hier Meer, Strand, Felsen, Steppe, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr viel Pflanzen, die hier heimisch sind. Es ist zurzeit alles ziemlich ausgetrocknet, weil es eben schon sehr lange nicht mehr geregnet hat.
aber es ist trotzdem eine atemberaubende Landschaft hier. Der Mario ist für euch gerade mit der Drohne unterwegs. Wir zeigen euch dann ein bisschen was von oben und machen uns dann wieder auf den Rückweg Richtung Strand runter, weil unsere Mausi hat sich jetzt einen Sprung ins kühle Nass verdient und ich glaube, wir auch. Kommt mit und ab nach unten. Sehr, sehr rutschig hier. Also wenn ihr herkommt, zieht auf alle Fälle gute Schuhe an, die eine gute Sohle haben. Weil diese Turnschuhe, die ich habe, die sind, naja, schon ein bisschen durch. Mit denen ist schon ziemlich heikel darunter, muss man sehr aufpassen. Aber ja, ich zeige euch hinten nochmal, da sieht man so schön den Trail, wie er runter geht zum Meer. Am Rande noch erwähnt, sind hier auch Biker willkommen. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, es sind auch Wegweiser für die Biker hier. Also den Trail kann man auch mit den Mountainbikes nützen. Ist sehr, sehr schön. Man muss allerdings ziemlich sattelfest sein, denn es ist sehr, sehr lockeres Gestein und teilweise ist der Trail sehr, sehr eng. Aber diejenigen, die das gerne machen, sind sowieso Profis darin. So, und für uns geht es jetzt da hinten runter zum Wasser. Ihr seht es schon, es ist definitiv eine gute Idee, hier am Weg zu bleiben, denn es ist sehr, sehr dicht verwachsen. Vor allem ist das Ganze hier sehr, sehr stachelig und stupfig alles. Finally, wir sind am Strand. Die Sonne ist untergegangen, wir machen uns jetzt wieder auf dem Heimweg. Ihr habt es gesehen, ein wunderschöner Strand. Es ist menschenleer hier, es ist jetzt gerade, ihr seht es, ich drehe mich mal kurz um. Niemand hier außer uns, also solltet ihr hier sein auf Zypern, nehmt euch unbedingt Zeit, um diesen Ort hier anzuschauen. Es lohnt sich auf alle Fälle, es ist so, so vielfältig hier. Wir sind jetzt am Rückweg. Ich glaube, jetzt gehen wir schon eine halbe Stunde oder 40 Minuten zurück. Plan wäre jetzt eigentlich gewesen, dass wir noch in eine Taverne was essen gehen. Da wir jetzt aber alle so klebrig sind und salzig vom Meer und auch schon sehr, sehr müde sind, weil ich bin heute, glaube ich, hier mehr gegangen als im letzten Monat zusammen, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir nach Hause fahren. Wir holen uns jetzt noch eine leckere Pizza. Sind jetzt gleich beim Auto. Anstrengend, aber absolut zu empfehlen, muss man sagen, absolut zu empfehlen. Wenn ihr mal auf Zypern seid, wenn ihr ein bisschen auf Hiking steht, dann kommt definitiv hierher nach Bisuri. Wie hat es Ihnen gefallen? War ein schöner Ausflug? Hungrig? Ja, jetzt gibt es was Gutes zum Essen dann zu Hause. So, finally, wir haben es geschafft. Wir sind zurück beim Auto. Jetzt geht es wieder nach Hause. War ein wunderschöner Tag hier in Bisuri. Somit sagen wir danke fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst. Wie immer, den Kanal auch abonniert. Die Glocke läutet, damit das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.